herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das 2/3 der Geimpften bestimmen. Es gibt die positiven Anreize, das ist die Bratwurst. Und dazu kriegt man dann die Impfung. Genau. Und dazu kriegt man dann Bratwurst. Tyrannei. Zunächst einmal wäre es ja absurd, wenn wir Geimpfte und Ungeimpfte gleichstellen würden. Herzlichen Dank. Ich kann ja nicht jemanden, der keine Gefahr für andere darstellt, genauso behandeln wie denjenigen, der eine solche Gefahr darstellt. Tyrannei. Herzlichen Dank. Geimpft, geboostert. Bratwurst. Und geimpft, geboostert. Tyrannei. Herzlichen Dank. Sind die wenigsten die kleinen Querdenker. Zu prügeln sind diese Menschen. Kinder sind noch schlimmer als Aluhutträger in der sächsischen Fußgängerzone. Zu prügeln sind diese Menschen. Zu prügeln. Herzlichen Dank. Zu prügeln. Herzlichen Dank. Zu prügeln. Das heißt, es ist absolut korrekt. Zu prügeln. Herzlichen Dank. Es handelt sich um eine Pandemie der Tyrannei. Ungeimpften. Und wenn man jetzt sagt, meine kleine Angst ist mir wichtiger als das Ganze, dann muss man damit leben, dass man eben Zutritt verliert zu bestimmten Bereichen der Gesellschaft. Bratwurst. Tyrannei. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Tyrannei. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Zu prügeln. Raus. Anders geht das jetzt nicht mehr. Benett ist es nicht, ich weiß. Zu prügeln. Anders geht das jetzt nicht mehr. Absolut korrekt. Wurst. Raus. Prügeln. Lockdown. Tyrannei. Raus. Prügeln. Absolut korrekt. Wurst. Raus. Prügeln. Lockdown. Tyrannei. Raus. Prügel. Absolut korrekt. Wurst. Raus. Prügel. Lockdown. Tyrannei. Raus. Prügel. Absolut korrekt. Wurst. Raus. Prügel. Lockdown. Tyrannei. Raus. Prügel. Lockdown. Es soll dem Verhalten der benannten Leute angemessen sein. Lockdown. Dass, wenn sie sich abspalten wollen, raus. Sie wohl kaum jemand vermissen würde. Ihr seid jetzt raus. Herzlichen Dank. Janine, auch Nine Rose genannt. Es gab, als dann der sogenannte Impfstoff vorlag, eine Losung, und zwar in jeden Arm mindestens eine Dosis. Es wurden ja ständig diese Losungen rausgehaut. Es gab einen enormen Druck, der aufgebaut wurde. Und ich würde gerne mit dir schon gleich zu Anfang in diese Zeit, wie gut kannst du dich noch erinnern, als es dann plötzlich hieß, jetzt wird geimpft. Und jetzt muss auch jeder Bundesbürger zu dieser Impfung. Kannst du dich noch gut erinnern, wie das für dich sich angefühlt hat, als dieser Druck aufgebaut wurde? Ja, also nicht gut. Für mich stand ja von Anfang an fest, dass ich mich nicht impfen lassen möchte. Und ja, dann wurde der Druck dann immer größer, auch vom Arbeitgeber aus. Und man teilte mir dann im Umfeld mit, dass die Testzentren bald abgebaut werden. Und ja, die erste Impfung beim Betriebsarzt, also wir hatten dann auf der Arbeit auch die Möglichkeit, uns da vor Ort impfen zu lassen. Und da war ich erstmal noch sehr unsicher. Da habe ich dann auch, also den Aufklärungsbogen dann unterschrieben. Dann habe ich dann aber mich dazu entschieden, nee, ich lass mich nicht impfen. Und ja, dann ist der Druck immer größer geworden, dass man ohne Impfung nirgendwo mehr reinkam, dass man nicht mehr, also so habe ich das empfunden, nichts mehr machen konnte. Und ja, dann mit diesen 3G-Regelungen, wie jetzt ja eben schon beschrieben, dass man dann gesagt hat, dann muss man sich halt regelmäßig testen lassen. Und auch das fand ich schon als, ich habe mich da einfach nicht wohl gefühlt. Also ich habe das empfunden als Erniedrigung. Ja, und dann habe ich mich dann halt aus dem gesellschaftlichen Druck heraus, auch jetzt wegen der Arbeit, dann leider doch impfen lassen, ja. Janine, du sagtest, also für dich war von Anfang an aber klar, nein, ich möchte diese Impfung nicht. Mhm. Warum war das erstmal für dich so klar, dass du sie nicht möchtest? Es war ja vielmehr so ein Bauchgefühl, dass ich einfach mir gedacht, ich habe mir einfach gedacht, ich habe jetzt nicht unbedingt das Verlangen, das tun zu müssen. Also es war jetzt nicht mein Bedürfnis von mir aus, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss das jetzt unbedingt machen, ich brauche das jetzt unbedingt und ich laufe da jetzt sofort hin. Nee. Du hattest auch keine Sorge, Covid zu bekommen. Nee, ich hatte nicht so eine große
Also anfangs war das schon so, dass ich mir schon Gedanken gemacht habe, was kommt da auf mich zu, und war dann auch, ich habe das auch mit den Masken auch sehr ernst genommen, habe dann auch immer draußen dann die Maske getragen. Aber irgendwie, ja, wie soll ich sagen, hat sich das von meinem Gefühl her, ich konnte mich damit nicht wirklich identifizieren auf langer Frist. Ich spürtest, dass da was nicht stimmt? Oder was meinst du mit nicht identifizieren, dass die Maßnahmen übertrieben sind oder dass man das vielleicht anders machen könnte? Ja, also dass ich dass dann der Umgang, auch der menschliche Umgang miteinander, der hat mich so komplett schockiert. Und auch das, ja, auch es gab da wirklich niemand in meinem Umfeld, der irgendwie genauso gedacht hat, dass man einfach ja auch ohne Impfung zurechtkommen kann. Also das war halt so, dass auch familiär da auch sehr auf mich eingeredet wurde, auch seitens meiner Mutter, die das auch für wichtig empfunden hat. Und war auch so, dass bei ja, mein Onkel, also meine Oma, die wohnt da in einem Altenheim, und er sagte, dass er es nicht verantworten kann, dass ich sie besuche, wenn ich keine Impfung vorzuweisen habe, weil nachher würde meiner Oma was passieren. Also es war so, dass man so schon das Gefühl vermittelt bekommen hat, wenn du das jetzt nicht machst, dann werden andere wegen dir sterben. Oder auch das, dass ich, als ich gesagt habe, ich möchte mich nicht impfen lassen, willst du sterben, willst du auf den Intensivstation landen? Also wo ich mich auch bis heute frage, weil, also warum man mir, ich würde nicht auf die Idee kommen, jemanden diese Frage zu stellen, willst du sterben? Also das ist auch das erste Mal, dass ich in meinem Leben so eine Frage überhaupt gestellt bekommen habe. Und ich wusste auch gar nicht, wie man überhaupt darauf antworten soll. Und da merke ich halt auch so, wie diese ganzen Ängste, also auch die eigenen Ängste auf die Umwelt projiziert wurden. Und ich habe einfach versucht, dieser Situation zu entkommen. Also es war für mich keine schöne Zeit. Also genau dieser Satz, ne? Also auch deine Mutter, könnt ihr sonst über die Dinge meistens reden, und dann plötzlich kann man darüber nicht mehr reden, sondern das ist ja wie eine Drohung, ne? Willst du sterben? Willst du, dass deine Oma stirbt? Also ich erlebe das so in meinem Umfeld, dass keiner mehr darüber überhaupt reden möchte. Also die in meinem Umfeld, die wissen ja um meine Meinung Bescheid, wie auch meine Einstellung dazu ist. Und ich kriege das halt mit, dass ich halt gemieden werde, ich werde ignoriert von meinem Bekanntenkreis. Da sind auch sehr viele Kontaktabbrüche seither. Und bei meiner Mutter ist es so, die möchte über dieses Thema am liebsten gar nicht mehr sprechen. Also bitte, also jedes Thema, aber bitte nicht wieder Corona. Ja. So, das bedeutet, du wolltest schon immer wieder auch noch ins Gespräch darüber kommen. Lass uns noch bei der Situation bleiben, wo du wirklich diesen Satz auch gehört hast. Du hast es ja jetzt so eindringlich geschildert. Das hat mich jetzt schon auch angefasst, dass da jemand vor dir steht, der dann auch wirklich sagt, willst du sterben? Ja. Ja. Beschreib doch mal, was dann in dir vorging. Also hast du auch gedacht, naja, so dramatisch wird es schon nicht sein, oder das hast du dir sehr zu Herzen genommen dann? Es war mir nicht egal. Ich war auch entsetzt, dass man mir diese Frage stellt, weil ich gehe ja nicht verantwortungslos mit mir und meinem Leben um. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt so die Nähe zu den Leuten gesucht habe und da Leute umarmt habe oder geküsst oder sonst was. Also ich habe ja die Leute in Ruhe gelassen, und das war einfach eine ganz miese Atmosphäre dann auch auf der
Arbeit, wo es dann auch nur darum ging, wer ist womit geimpft. Und auch diese Gespräche mit anzuhören, dass ja Prominente schon geimpft seien und auch dieser Wettbewerb und auch dieser Vergleich, es kam mir auch so vor wie so ein Wettbewerb. Wenn ich das jetzt mache, dann bin ich besser als du. Du bist verantwortungslos. Und dass ich das so erlebt habe als ja, wie so ein Wettbewerb, als wäre der Impfpass auch so ein Statussymbol. So, dass man den Wert über seine eigene Impfung und auch die Impfungen seiner Mitmenschen definiert hat. Wie viele Menschen waren bei dir auf Arbeit? Einige. Mhm. Und da habe ich auch mitbekommen, eine Kollegin wollte sich eigentlich auch nicht impfen lassen, aber ist dann auch so den gesellschaftlichen Druck erlegen und sagte dann, sie könnte dann auf ein Auge schlechter sehen. Also sie meine zumindest eine Sehverschlechterung beobachtet zu haben. Und da hat man ja auch gesagt, nee, das kann nicht sein, das liegt bestimmt nicht an der Impfung. Und das kriege ich eigentlich häufiger von Menschen mit, dass man das dann gemacht hat, um oder auch der ewigen Testerei zu entkommen. Und bei meiner Mutter war das so, die hat auch mehr als Begründung angegeben, um ihre Arbeitsstelle auch zu behalten und dass sie auch keine Lust hat, da ihre Arbeit zu verlieren. Also man hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das wirklich jeder so ja aus reinen Herzen, aus freien Stücken macht. Ja, weil es wurden ja lauter Erpressungsszenarien geschaffen, ja. So, also wie du ja auch sagst, die wenigsten Menschen, hat man so den Eindruck, wenn man spricht, haben sich wegen der Angst vor dem Virus impfen lassen, sondern weil sie dann zur Arbeit wollten oder in Urlaub oder was auch immer. Ja. Also irgendwie hat man ja an allen Hebeln geschaltet. Und du wurdest auch immer weiter, so verstehe ich dich, Janine, in die Enge dann getrieben. Genau, ja. Wer hat noch? Also deine Mutter hat Druck gemacht auf der Arbeit. Und was gab dann den Ausschlag, dass du auch nicht mehr irgendwie da raus konntest? Und wie fühlt sich das dann auch an? Weil du wolltest ja gar nicht geimpft werden. Also, ja, ich habe dann... Also es hat sich dann angefühlt wie so ein Selbstverrat auch, dass man ist nicht stolz drauf, das gemacht zu haben, und man kriegt dann auch vom Umfeld teilweise zu hören, ja, hast dich impfen lassen und bist selbst schuld dran, wenn du jetzt Beschwerden hast. Ich könnte anderen dafür die Schuld nicht geben, weil jeder Mensch habe auch eine Selbstverantwortung. Und ja, da frage ich mich dann auch oft, wo ist dann die Fremdverantwortung? Weil ich war dann, als ich bei der Ärztin war, also das war bei meiner Hausärztin, da habe ich dann letztendlich die Impfung machen lassen. Da hat man dann das Ding zum Unterschreiben bekommen und dann ging sie dann inzwischen raus und dann hat man die Spritze. Hat sie dich aufgeklärt über Nebenwirkungen mögliche? Überhaupt nicht, nein. Es ist für selbstverständlich erachtet worden, dass man das macht. Und dann habe ich dann auch den Termin für die zweite Impfung schon sofort bekommen. Und es ging alles so wie am Fließband. Also es ging alles total schnell. Wir sind jetzt fertig. Also bei mir war das so, ich wurde noch 15 Minuten zur Beobachtung dagelassen. Da, ja, und dann durfte ich gehen mit halt Kopfschmerzen. Also ich habe erstmal gemerkt, ich bekomme da totale Kopfschmerzen. Und ich habe dann danach auch irgendwie, also ich habe gar nicht realisiert, was habe ich da getan? Warum habe ich das jetzt getan? War das jetzt überhaupt richtig? Aber gleichzeitig auch so ein Befreiungsgefühl. So, jetzt habe ich es hinter mir. Und dann aber auch gleich mit so einem Selbsthass. So, jetzt, jetzt hast du es gemacht. Also es waren alle Emotionen im Spiel. Also ist es so, wie als würde man ja sich selber Gewalt antun, irgendwie auf eine Art und Weise?
Weil man macht ja etwas, was man eben nicht wirklich machen will. Ne? Man fühlt sich ja genötigt. Ja, also für mich war es eine Nötigung und andere werden das wahrscheinlich nicht so, empfinden das ja gar nicht so. Und ja. Und nach der Impfung, also da ist dann was in deinem Körper passiert. Erzähl mal, was dann los war. Ja, also ich war die erste Zeit sehr, sehr müde. Ich habe viel geschlafen. Dann ging das so über, dass ich dann nur mit, also dass ich abends meine Augen gar nicht mehr schließen konnte. Ich habe mit offenen Augen geschlafen. Also ich, irgendwas hat mit meiner Augenmuskulatur gar nicht mehr gestimmt. Meine Augen waren entzündet. Ich war beim Augenarzt. Mir wurden Augentropfen verschrieben. Eine Sehverschlechterung wurde festgestellt am linken Auge von 30%. Ich bin ja Brillenträgerin und muss sagen, ich bin daher auch regelmäßig in augenärztlicher Behandlung. Und das war dann aber immer so konstant gleich. Da gab es nicht so große Abweichungen. Und das hat mich dann schon so irritiert, wie sich die Augen innerhalb von so kurzer Zeit verschlechterten. Und dann war das dann so, dass ich dann, wenn ich dann mal schlafen konnte, dass ich dann aus dem Schlaf gerissen wurde mit Herzrasen, mit Schweißausbrüchen. Ich hatte überall Punkte, also rote Punkte am ganzen Körper. Ich habe meine Tage nicht mehr bekommen, bekomme regelmäßig meine Periode und war dann erstmal total entsetzt. Was ist da los? Ich konnte nicht mehr richtig auf Toilette gehen. Ich hatte Schmerzen beim Wasserlassen. Ich hatte also eigentlich diese Nebenwirkungen, die haben mich monatelang beeinträchtigt und das ging dann auch so weit, dass dann bei mir vor der Haustür dann das erste Mal der Rettungswagen verständigt wurde und ich dann mitgenommen wurde ins Krankenhaus, dass ich dann da auch angesprochen habe, dass ich seit der Impfung körperliche Veränderungen bemerke. Und da meinte eine Krankenschwester zu mir, dass dass wenn ich das so wahrnehme, aber dann war das dann so, dass als ich dann mit der Ärztin gesprochen habe, weil ich habe gefragt, ob sie sich halt auch impfen lassen, dann meinte sie ja mit Moderna. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen sagen darf, genau. Ja, also, dass sie selbst geimpft sei, die Ärztin. Und ja, man müsste halt abwägen, was jetzt schlimmer ist. Also die Nebenwirkungen dieser Impfung oder die Covid-Erkrankung. Und bin dann halt auch relativ schnell entlassen, weil man konnte nichts finden. Man hat ein großes Blutbild gemacht, ein EKG. Und dass man das also wenn die Ärztin ganz kurz, Janine, so reagiert, ne, dann nimmt sie dich ja gar nicht ernst mit deinen Schmerzen. Oder vielmehr, das musst du halt opfern. Ne? Du musst dich halt opfern für eine größere Idee, oder? Ja, also das habe ich ja dann ja auch mit einer Kollegin dann besprochen, dass da gesagt wurde, man muss halt von der Ärztin, man muss halt abwägen, was schlimmer ist, die Corona-Erkrankung, die Nebenwirkungen der Impfung, wo ich mich dann auch oft frage, also was ist das für ein Vergleich, weil ich bin ja vorher nie schwer an Corona erkrankt und ich habe dann Problem mit dieser Impfung und es wird einfach sofort abgetan oder auch so im Umfeld, ohne Impfung wäre ich jetzt wahrscheinlich tot, also ich könnte dankbar sein, in Anführungszeichen dankbar, das kleinere Übel zu haben, also völlig paradox, also da ist mir gar nichts zu eingefallen, weil wenn ich gewusst hätte, diese Nebenwirkungen, das sind ja nicht nur Nebenwirkungen, das sind ja noch Langzeitschäden, die sich immer noch auf meinem Körper bemerkbar machen, weil mein Körper hat sich danach auch entzündet angefühlt, also es war wirklich so, als würde man innerlich verbrennen. Mir ist auch ärztlich von meinem neuen Arzt eine Neuropathie diagnostiziert worden. Ich bekam auch eine Impfunfähigkeitsbescheinigung und ärztliches Attest bekam ich dann mit. Als ich dann
nach langem Hin und Her einen Arzt gefunden habe, der mich endlich ernst genommen hat und ich dann auf meine Arbeit dann dieses Attest mitgenommen habe und die Vorgesetzte gesagt hat, das haben wir jetzt gesehen. Also sofort abgetan und dann auch zu den anderen Kollegen hingegangen, es ist eine Verschwörungstheoretikerin, die Nebenwirkungen, die ich habe, die gibt es so nicht, also es gäbe zwar schon Nebenwirkungen, aber sicherlich nicht die ich habe, diese Nebenwirkungen, die werden nur eingebildet. Also das ist einfach dieses, du hast dir jetzt hier diese Impfungen geben zu lassen und ob es dir nach gut oder schlecht geht, das interessiert nicht. Das hat man mir auch so gesagt, deine gesundheitlichen Probleme interessieren nicht, weil ich war ja auch, also ich habe kein Auto, ich bin auf dem Bus angewiesen und da ist es dann ja auch so, dass auch da irgendwann auch Kontrollen gemacht wurden oder auch in der Bahn. Und wer das nicht hatte, ist, wer den Nachweis nicht hatte, ist ausgegrenzt worden, rausgeworfen. Und ich habe dann auch da mit einer anderen, mit einer Vorgesetzten, dann, als ich da ins Gebäude nicht reinkam, also ich durfte das Gebäude ja nicht mehr betreten, ist dann ja auch dann mir dann auch gesagt worden, entweder ich lasse mich erneut das zweite Mal impfen oder ich lasse mich weiterhin testen. Und das hat man auch als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt, ob ich das jetzt möchte, ob ich das psychisch überhaupt bewältigen kann, das zählt nicht. Es zählt einfach nur impfen, testen, impfen, testen. Und du hast einfach deinen Mund sonst zu halten. Wie du sagst, ne, das zählt überhaupt nicht. Ich will noch mal ganz kurz zurück zu diesem Moment, wo du gespürt hast, okay, jetzt nach der Impfung in meinem Körper gehen jetzt Veränderungen vor sich. Das fühlt sich gar nicht gut an. Für dich war sofort klar, das hängt auch mit der Impfung zusammen. Ja, also ich habe ja schon mehrere Impfungen auch gehabt und das war jetzt für mich nichts Neues. Das war dann auch nie ein Thema gewesen. Und da habe dann dadurch, dass diese Nebenwirkungen immer schlimmer wurden bis zur Atemnot, also Atemnot und Herzproblemen und dann auch der Rettungswagen verständigt wurde. Und das waren Nebenwirkungen, die ich so zuvor noch nie an irgendeiner Impfung erlebt habe, weil bei welcher Impfung kriegt man seine Tage nicht mehr oder kann nicht mehr richtig sehen, hat überall Punkte am Körper, hyperventiliert, verständigten Rettungswagen. Das war mir so, habe ich so noch nie erlebt. Also ich hatte. Und was ist da in dir vorgegangen, Janine? Also ich meine, du wolltest diese Impfung nicht. Jetzt kommen diese Nebenwirkungen. Jetzt bist du eingeschränkt in deinem Leben. Dann wirst du nicht ernst genommen damit. Also das ist ja sowas Unmenschliches, was da mit dir passiert ist. Was macht das emotional? Was ist da los? Da muss es, denke ich, mir eine Wut geben, eine Traurigkeit, eine Hilflosigkeit. Ja, also es ist so, dass ich seitdem, also ich kann bis heute immer noch nicht realisieren, was ist da überhaupt passiert, warum ist mir das eigentlich passiert oder auch warum glaubt einem das niemand oder möchte das einem nicht glauben oder warum wird darüber einfach nicht gesprochen und warum wird das so abgetan und das, ja. Ja, also man ist noch, es klingt, als wärst du auch noch teilweise unter Schock, was da passiert ist, über das, was da passiert ist. Wenn du sagst, du kannst es nicht fassen. Ja, also ich habe es also bis heute Jetzt sagst du, okay, also man hat nicht ernst genommen, dass du Beschwerden hast, du sollst dich nicht so anstellen nach dem Motto und jetzt geht's in die zweite Impfung. Was ist da passiert, Janine? Das war bei mir so, dass ich dann einen Tag vorher, als
zweite Impftermin anstand, bin ich dann ja ins Krankenhaus gekommen, da als dann der Rettungswagen verständigt wurde. Und dementsprechend habe ich für mich entschieden, nein, ich werde keine weitere Impfung an meinem Körper durchführen, weil schon die erste für mich so gravierende Folgeerscheinungen hatte. Und ich wollte auch nicht, ich will mir nicht ausmalen, was dann passiert wäre, wenn ich mich dann für die zweite entschieden hätte, ob ich dann überhaupt noch, also ich hätte es für mich nicht eingesehen, mein Leben aufs Spiel zu setzen für den Arbeitsplatz oder um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ich habe einfach für mich gesagt, das geht mir hier alles zu weit. Also ich möchte und ich konnte mir auch nicht mehr vorstellen, da weiterhin mit diesen dann in diesen Testzentren, als da die Stäbchen da eingeführt wurden und wie man sich auch danach gefühlt hat oder auch bei der Hausärztin, wie einem das dann in die Nase und in den Rachen geführt wurde und man dann nach draußen geschickt wurde vor die Tür, so nach dem Motto, du könntest krank sein, du könntest jemanden töten, du könntest jemanden anstecken und so weiter. Und ich habe das so alles so empfunden wie so ein Wahn. Also ich habe das empfunden wie so ein Wahn, auch wie die Leute sich da so krankhaft die Hände desinfiziert haben und dass die das dann aber völlig normal wahrgenommen haben. Und ja, und wie sie ja mit dir umgegangen sind, ja, also dieses Unmenschliche, ja, also haben wir uns nicht als Gesellschaft verständigt, wir nehmen die Schmerzen von anderen Menschen ernst, ja, und dann kommt dann die Janine und erzählt, wie es ihr geht, da kommt ein Rettungswagen, all die Geschichten, allein dann von dir zu verlangen, dass du zur zweiten Impfung gehst, ist für mich das Das ist ja das Faszinierende an der Sache, dass es das für diese Leute, denen ich das erzählt habe, das gibt es ja gar nicht. Also das wahrscheinlich hätte ich mich dann nur in irgendwas reingesteigert oder vielleicht auch noch schon Vorbehalte gegenüber dieser Impfung gehabt. Und das ist einfach so abgetan worden. Das kann ja gar nicht sein. Und deswegen war da auch keine Mimik, da war gar kein Ausdruck im Gesicht. Also das gibt es nicht, das kann nicht sein. Und hier, keine Empathie. Niemand hat dir Empathie gegeben? Nein, also man stellt sich einfach an. Man ist ein Simulant oder man stellt sich einfach an und man hat das gefälligst zu tun. Also aber deine Mutter? Was ist mit deiner Mutter? Ob sie mir gegenüber Empathie entgegengebracht hat? Auch nicht so wirklich, weil sie hat das ja auch gemacht. Sie hatte 3 oder 4 Impfungen sogar und sie sagt, sie hat es halt vertragen. Und in meiner Verwandtschaft war das jetzt wohl auch nochmal Thema gewesen. Also ich und meine Mutter, wir hatten jetzt neulich auch wieder einen Streit, weil sie sich wieder um dieses Thema ging. Und gleichzeitig bestätigt sie mich dann aber auch in meiner Wahrnehmung, dass sie dann gesagt hat, ja, da muss man heutzutage, wenn einem was beim Arzt passiert, muss man einen Zeugen mitnehmen, weil sonst hat man keine Beweise, wenn da was passiert. Und andererseits sagt sie mir dann, wie in der Verwandtschaft über mich geredet wurde, dass die alle gut diese Impfung vertragen haben und dass die können sich das bis heute nicht vorstellen. Also die glauben, wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, dass da höhere Mächte am Werk sind, dass der Schaden schon vorher da war. Also das ist immer wieder gesagt. Ich meine, du bist ja nicht alle, du bist ja die Janine, ja, und du hast ja ein Recht auf deinen Körper, auf deine Wahrnehmung von deinem Körper, aber es wurde eben nicht ernst genommen, sagst du. Es wurde gesagt, du bist eine Simulantin. Wie weit ging das? Also du hast ja auch vorhin gesagt, du würdest auch schon in dem Bereich der Verschwörer dann eingeordnet. Was ist da passiert dann?
Ja, genau. Also ich wurde als Verschwörungstheoretikerin bezeichnet, ja auch von da am Arbeitsplatz von der ehemaligen Vorgesetzten. Und das, als ich dann auch ja bei der Hausärztin war, um da auch nochmal, also das war noch vor dem Krankenhausaufenthalt, wenn ich das so erzählen darf, da habe ich dann auch eingefordert, mich zu untersuchen, weil ich habe einen schnelleren Herzschlag festgestellt. Und da habe ich dann auch nachgefragt, sind Sie geimpft? Und sie meinte zu mir, ja, sogar dreimal. Und ihr Mann würde es gut gehen. Was soll denn da sein? Und ich habe dann erst die erste Zeit auch an, so wenn ich jetzt diese Frage beantworten muss, die du mir gestellt hast, es war erstmal so, dass ich mir gefragt habe, ob ich jetzt das Problem bin, weil ich mich gefragt habe, okay, warum geht es denn dann scheinbar anderen gut, anderen wiederum nicht? Dass man auch an sich selbst zweifelt und sich das dann auch selber einreden möchte, nee, dass dann das vielleicht liegt es doch nicht an der Impfung, also das, ja. Ja, also weil ja keiner dich bestätigt. Also wusstest du von einigen, die auch Nebenwirkungen haben durch die Impfung? Oder warst du allein auf weiter Flur? Nee, das war erstmal so, dass ich mich von einem Freund, die Schwester, die hatte ich, als ich noch ungeimpft war, gefragt, wie es ihr geht nach den Impfungen und ihr würde es gut gehen und dann auch im Bekanntenkreis, ein Bekannten, dem wird es auch super gehen seit der Impfung, der mir dann gesagt hat, dass die Testzentren irgendwann abgebaut werden. Das war dann ja auch einer der Gründe, warum ich mich habe impfen lassen. Und dass man mir dann auch gesagt hat, allen würde es gut gehen, nur dir nicht, aber du bist etwas Besonderes. Und ich das nur dann das erste Mal von der Kollegin gehört habe, die dann das Gefühl hat, dass sich seit der Impfung die Augen verschlechtert haben. Also auch. Und dass man dann aber auch gesagt hat, nee, das kann mit ziemlicher Sicherheit, also das bilde sie sich ein, das kann ich an der Impfung legen. Und ja, das. Und dann war das so, dass ich dann in dem Zeitraum, als dann auch der Ärztemarathon losging, ich dann erfahren habe, dass sie verstorben. Also sie ist dann, diese Schwester von dem Bekannten ist tot in der Wohnung aufgefunden worden. Auch wohl, also man sagt, sie hat gehäschelt am Telefon, sie hatte wohl Atemnot bekommen. Was genau da jetzt passiert ist, weiß man bis heute nicht. Es ist auch keine Obduktion veranlasst worden und es war so der erste Todesfall, den ich mitbekommen habe, dass ich dann auch oder ich mitbekommen habe, wie manche auf der Straße, also es war ein Gespräch, was ich beobachtet habe, wo dann zwei Männer sich unterhalten haben, dass sie wohl auch einen Todesfall in ihrer Umgebung mitbekommen haben und dass sie sich auch nicht, also dass sie alles dafür tun, um sich das Zeug halt nicht geben zu lassen. Und das war dann so, dass ich, als mir das dann passiert war, ich habe mich dann immer weiter informiert, weil es kam immer mehr Zweifel hoch, weil ich habe es an meinem eigenen Körper erlebt und ich wollte einfach wissen, okay, meine ich das jetzt nur so oder steckt da wirklich mehr dahinter und was läuft hier eigentlich gesellschaftlich? Also was passiert hier und warum sterben Menschen plötzlich und unerwartet? Bekannt ist jetzt kein Einzelfall, ein Freund von mir, gerade mal 38 Jahre alt, ist jetzt auch vor wenigen Monaten verstorben, weil es angeblich an einer Mittelohrentzündung. Und ich kriege das halt mit, diese vermehrten Todesfälle. Da sieht keiner wirklich den Zusammenhang mit dieser sogenannten Impfung. Aber Impfung. Es fällt ja halt einem schon auf, dass da was
nicht stimmt, auch wenn ich dann unterwegs bin mit denen, ich sehe sehr häufig viele Krankenwagen auch, oder dass dann halt auch, dass die dann leiser sind, also dass die dann ohne, ja, oder ohne Ton gefahren wird. Genau. Oder Martinshorn. Genau, das, ja. Das beobachte ich dann schon. Also ich habe da sehr sensible Antennen, dass ich den Eindruck habe, hier stimmt was nicht. Hattest du denn, du hast ja mitgekriegt, ja, dass die Gruppe, die ungeimpft ist, zu der ich auch gehöre, dass wir ja diffamiert wurden, dass wir ja vor vielen Dingen gewarnt haben. Also hast du dann im Internet oder wie hast du denn auf diese Gruppe geschaut? Denn es gab ja welche, die gesagt haben, passt mal auf, da könnte was passieren. Hast du die am Rande irgendwie mitgekriegt? Du hast ja selber gesagt, es wurde ja sehr unmenschlich mit Menschen umgegangen, wie man ja an deinem Beispiel sehr eindrucksvoll leider sehen muss. Aber was war mit dieser Gruppe, die ja doch auch immer wieder gesagt hat, passt doch bitte auf. War die auf deinem Radar? Also in meinem Umfeld hatte ich überwiegend nur Impfbefürworter, die das für wichtig empfunden haben. Also so im eigenen Umfeld Leute, die das wirklich kritisch hinterfragt haben, nein. Also und wenn einem selbst Zweifel aufkam, ist das mehr so abgetan worden. Also man soll sich gar nicht so viele Gedanken machen. Also Nein, aber was ich jetzt meine, Janine, das habe ich sehr wohl mitgekriegt, dass es nicht im engen Umkreis war, aber weiß ich nicht, in der Zeitung oder dass du gesehen hast, da gibt es ja Demos oder so, ja? Also ja, hat dich das interessiert oder? Ja, das hat mich schon interessiert. Ich habe das auch mitbekommen mit den Attila Hildmann, was da war, dass er da in Handschellen gelegt wurde und dass man den als Nazi bezeichnet hat und als Rechten und als gefährlichen Menschen. Und so ist mir das dann auch vermittelt worden, wenn ich das dann mal angesprochen habe, dass ich mich nicht von solchen Menschen beeinflussen lassen soll, auch nicht von, also mich auch nicht weiter mit Verschwörungstheorien auseinandersetze. Ja, dass diese Menschen, die irgendwas gegen diese Impfungen gesagt haben, dass man das gesellschaftlich dann auch in den Medien immer wieder debattiert hat, nee, das sind Verschwörungstheoretiker, das sind Nazis und das sind Schwurbler. Das sind gefährliche Menschen, auf die sollte man nicht hören. Das hast du gehört, aber erschienen dir die Menschen so gefährlich? Dir selbst? Nee. Also ich muss dazu sagen, ich kenne ihn ja auch jetzt nicht persönlich, aber ich habe so, was ich so erstmal durch die Medien erstmal nur so mitbekommen habe, war wirklich Corona, Corona, Corona. Also dass dieses Thema von morgens bis abends im Fernsehen lief und auch immer nur die Fallzahlen steigen. Und so war das dann auch auf der Arbeit das Thema. Die Zahlen steigen und auch von der Vorgesetzten, die dann gesagt hat, schauen Sie mal nach, wie viele Fallzahlen gibt es. Also das Umfeld war jetzt mehr so fokussiert, wie viele Fälle von Covid gibt es und wie viele liegen auf der Intensivstation. Und war monothematisch, ne? Man, so wie du schilderst, man wurde zugedonnert mit diesem Thema, ja. Und irgendwie war auch keiner so richtig an deiner Seite, der gesagt hätte, jetzt schauen wir einfach mal in eine andere Richtung, obwohl du ja gespürt hast, das ist alles für mich nicht stimmig und ich kann mich da, das sagtest du ja, nicht identifizieren. Jetzt gab es ja auch einen Vorfall mit einem guten Freund. In der Konsequenz bist du in der Psychiatrie gelandet. Was ist da passiert? Ich bin dadurch, dass ich dann bei einem Freund war, der auch sehr für die Impfung steht und ist bis heute noch davon überzeugt, dass das alles seine Richtigkeit hat, dass das gut ist und dass ich dann
nachdem ich dann den ersten Krankenhausaufenthalt hatte und entlassen wurde und ich immer noch mit den Symptomen zu tun hatte und mein gesundheitlicher Zustand einfach nicht besser wurde, bin ich dann, als er das mitbekommen hat, weil ich war nicht mehr richtig ansprechbar, ich konnte nicht mehr richtig sprechen, ich war da wie in Trance, also wie gelähmt, und ich hatte Probleme mit, es war alles viel, ich habe meine Umgebung als viel lauter wahrgenommen, also ich habe das gemerkt, wenn irgendwelche Geräusche waren, ich habe alles viel intensiver wahrgenommen. Und er hat gemerkt, weil ich hatte immer auch so komische Zuckungen, also dass da was mit mir nicht stimmt und ich nicht mehr ansprechbar war, ist dann, hat er dann den Rettungswagen verständigt. Und dann ist er dann mit dem Rettungsdienst, also die sind dann ins Nebenzimmer gegangen. Und dann bin ich dann zwangseingewiesen worden. Weil ich habe ihm dann auch anvertraut, dass ich der ziemlichen festen Überzeugung bin, dass diese Impfung in mir irgendwas ausgelöst hat, also dass seitdem mit mir körperlich was nicht stimmt, dass ich seitdem teilnehmend der Spur bin, dass ich hatte auch das Gefühl, wenn ich das so sagen darf, also auch das Gefühl, dass ja, geistlich, also seelisch in mir auch irgendwas da total verändert wurde. Also nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Also wie eine Besetzung. Also da ist was im Körper, was da einfach nicht reingehört. Und daraufhin ist dann das Gespräch geführt worden, dass ja mit mir da was nicht stimmt und dass ich mich da auch verrenne. Und dann ist das dann zur Zwangseinweisung. Also ich bin dann zwangseingewiesen worden. Also ich bin dann mitgenommen worden ins Krankenhaus. Aber auf welcher Basis, Janine? Also weil du von einer Besetzung sprichst oder wie das dein Freund dargestellt hat, also ich muss das ja wirklich verstehen, ja. Ein Freund erzählt jetzt etwas irgendwelchen Ärzten und die beschließen dann, dich einweisen zu lassen. Darf so etwas sein? Ich komme ja da nicht mit, ehrlich gesagt. Also es konnte zu dem Zeitpunkt so umgesetzt werden, weil er war da auch sehr überzeugend und es ist nun mal nicht von der Hand zu weisen, dass ich da wirklich total, dass man gemerkt hat, dass ich da überhaupt gar nicht mehr ansprechbar war, also verwirrt, nicht ansprechbar, genau. Aber gleich jemanden einzuweisen oder dein Freund, der hätte sich ja auch um dich kümmern können, anstatt dich einweisen zu lassen oder dich ernst zu nehmen, ne? Also ja, es ist ja dann so beschlossen worden. Es ist so gekommen, ja. Aber wie muss ich mir vorstellen? Du sitzt dann dort und du weißt nicht, was besprechen die, und die kommen dann raus und sagen, du gehst in die Psychiatrie, oder wie war das? Ja, also ich bin dann mitgenommen worden, also in den Krankenwagen da mit dem Notdienst, und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren worden und dann war das so, dass ich dann nur noch weiß, dass ich dann versucht habe, ich wollte da nicht bleiben, ich wollte da raus, und Sicherheitsdienst ist gerufen worden, und dass ich dann mich dann auf der, also in der Station, also in der Psychiatrie dann in der Station wiedergefunden habe. Und das wird dann wohl auch, habe ich dann im Nachhinein auch erfahren, das wurde gerichtlich angeordnet. Genau, und
Aber kann ich noch mal, damit ich das verstehe und unsere Zuhörer, vielleicht haben sie es schon vor mir verstanden, aber du wurdest mitgenommen erstmal in ein normales Krankenhaus und dann wolltest du da nicht bleiben und dann hat man dich in die Psychiatrie oder kamst du gleich in die Psychiatrie? Nee, also das war ja so, als ich dann, um nochmal zurückzugehen, vorher hatte ich dann ja mal den Rettungswagen gerufen und kam ich dann in ein normales Krankenhaus und bin dann schnell wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und dann ging das weiter, dass ich gemerkt habe, ich habe weitere Symptome und auch das Gefühl gehabt, ich hatte dann auch einen Zusammenbruch an einer Bushaltestelle, weil ich hatte das Gefühl, ich bekomme einen Schlaganfall. Also ich habe einen Schlag am Hinterkopf gemerkt und bin dann, ich wollte dann Hilfe haben. Also ich habe mich auch, ich konnte nicht mehr in dieser Situation alleine bleiben. Das war dann auch der Grund, warum ich dann auch diese Zuflucht dann auch gesucht habe. Und das war ein langjähriger Freund und ich bin dann zu ihm gegangen und er hat das dann gemerkt. Und ich habe dann auch offen gesagt, dass das mit der Impfung zu tun hat und das ist einfach sofort abgetan worden. Also wo er dann auch wissen wollte, wie meine zuständige Hausärztin heißt, damit man halt den zweiten Termin vereinbaren kann. Und ihm war es auch wichtig, dass die eigenen Kinder von ihm auch geimpft werden. Also und halt auch das Thema wieder, wer lässt sich womit impfen? Und dass das dann auch so dann den Notdienst erzählt wurde, dass ich mich da in Verschwörungstheorien da hineinsteiger und dass es vielleicht besser wäre, mich mitzunehmen, um mich dann halt psychiatrisch zu behandeln, weil er davon ausging, dass ich da nicht zurechnungsfähig, also mir diese Zurechnungsfähigkeit abgestimmt Aber dein hat. Freund, erstens hast du ihm vertraut und er hat dich verraten, so zumindest hört sich für mich an. Und zweitens kann ja dein Freund nicht, also man muss dich ja untersuchen. Ich kann ja nicht jetzt durch die Welt gehen und von irgendjemandem irgendwas behaupten und der nimmt den dann mit und in die Psychiatrie, oder? Vor allem, was ist das für eine Diagnose? Verschwörungstheoretikerin oder was? Nee, also die Diagnose war dann tatsächlich dann Wahnvorstellung, also dass ich dann mich in einem Wahn befinde. Oder, aber wer hat sie dann gestellt? Wann denn? Du wurdest eingeliefert und dann wurdest du untersucht. Also es gab da natürlich dann auch ich war auf der geschlossenen Station, da wurde ich ja unter Zwangsmedikation gesetzt. Ich bekam Neuroleptika, Risperidon, Tavor teilweise. Und da gab es dann auch Arztgespräche, weil die haben Visitengespräche mit Ärzten. Und dann haben die das dann wohl so diagnostiziert. Wie die das jetzt genau analysieren und machen, weiß ich nicht. Also ich gehe mal davon aus, anhand von Fragen. Aber ich habe mich dann halt auch bemüht, um da schnell wieder rauszukommen, dass ich so wenig wie möglich. Hast du dich kooperativ gezeigt, ne? Genau, und ich weiß halt ja auch nicht, inwieweit, also ich habe dann auch zu dem Zeitpunkt auch auf der Arbeit gefehlt und dann ist dann auch von auf der Arbeit auch die Polizei eingeschaltet worden, weil ich hatte mich dann auch in diesem Zeitraum gar nicht mehr gemeldet gehabt. Und ich weiß dann auch nicht, inwieweit Fremdaussagen eine Rolle gespielt haben, inwieweit man andere, meine Umgebung gefragt hat, wie ich wirke, was mit mir los ist oder also es ist nämlich schon vorher schon auf der Arbeit aufgefallen, ohne dass ich das bewusst wollte. Ich hatte da schon vorher mit einem Kollegen, der sich eigentlich, ja, also der sich auch nicht impfen lassen möchte, gesprochen. Und das hat schon so die Runde gemacht, dass ich mich da wohl in diesem Thema, dass das zu mir so zu viel Raum einnimmt und dass ich mich von diesem Thema mehr distanzieren sollte. Und das aber jetzt mal ganz ehrlich, Janine, jetzt muss ich nur mal kurz, wer hat denn welche, also bei denen hat ja das Thema Impfung ziemlich viel Raum eingenommen, das hast du jetzt auch dargestellt, ja, und ständig Corona und so, da fragt man sich ja, wer hat die Wahnvorstellung, muss ich jetzt auch mal sagen.
in dieser Situation, gehen wir nochmal in dieses, du bist in die Psychiatrie gekommen. Ja. Ich habe jetzt so verstanden, du warst auch körperlich natürlich so angegriffen und auch seelisch. Genau. Du hast ja gesagt, das hat was mit dir gemacht. Das heißt, in diesem Moment fühltest du dich auch nicht in der Lage, dich zu wehren gegen das, was da mit dir passiert. Oder es ist nicht deine Mentalität. Nein, also ich bin dann auch kein Mensch, der dann irgendwie mich großartig zur Wehr setzt oder dann rumschreit. Und ich habe mich dem Ganzen dann auch ausgeliefert. Also es kam dann irgendwann, das war dann nach einem Monat der richterliche Beschluss, dass ich entlassen werden kann, also dass der Aufenthalt aufgehoben wird. Wer hat es oder wie sind da die Vorgänge? Ja. Also richterlicher Beschluss, wer hat es? Muss man das dann prüfen bei so einer Zwangseinweisung? Ne? Ist das so? Also ich muss ehrlich sagen, dass was mich bis heute irritiert, ich habe keinen Richter gesehen. Also ich habe keinen Richter gesehen oder besprochen, aber ich weiß von dem Urteil, ich hatte nämlich auch Besuch in der Psychiatrie, man hat mir da auch Kleidung gebracht, auch von einem Freund, und der hat mir dann den richterlichen Beschluss mitgebracht, dass, weil er sollte auch so lange dann nach der Post gucken, und dann habe ich dann auch die Ärzte darauf angesprochen, dass der richterliche Beschluss, dass der aufgehoben wurde, und dann wurde erstmal telefoniert. Also dann, ich konnte nicht sofort gehen. Es wurde dann erstmal Telefonate geführt. Worum es darum ging, weiß ich nicht. Das habe ich nicht mitbekommen. Und dann wollte man auch dann meine Mutter sprechen, vielleicht auch um ihre Meinung, ihre Aussage zu hören. Und meine Mutter hatte mich während der Psychiatrie auch besucht, aber wollte auf keinen Fall mit den Ärzten sprechen. Sie waren den Tag auch nicht da, weil sie da nicht so mit reingezogen werden wollte. Also sie hatte dann selber Angst, hatte mich dann auch gefragt, was ist da passiert, warum bist du hier, weil du dich nicht impfen lassen möchtest. Und dann, also es kam wieder dieses Thema Impfung auf, aber meine Mutter hat halt nicht mit den Ärzten gesprochen. Und also das war dann halt Besuchszeit, war sie da, dann war sie wieder weg. Und bei mir war das so, ich habe den Ärzten ja auch so gut wie nichts, also ich habe mit denen so keinen näheren Kontakt gesucht, weil mein eigentliches Ziel war es ja, da wieder rauszukommen. Ich habe das ja mitbekommen, was da vonstatten ging, was da auch mit den anderen Patienten umgegangen wurde, mit dieser Zwangsmedikation, und da sind ja auch Dinge dann da passiert in der Psychiatrie, die auch zusätzlich traumatisieren, und ja. Ja, also dir wurden einfach Medikamente gegeben und die Ärzte haben diese Wahnvorstellungen einfach behauptet. Also das wurde entschieden. Also, das wurde jetzt eben mal entschieden. Was ist denn hier los? Also, das ist doch krass. Ne? Also, was sollen das für Wahnvorstellungen? Hattest du Wahnvorstellungen aus deiner Sicht? Nee, also eigentlich war es so, dass ich ja, wie bereits am Anfang unseres Gesprächs gesagt habe, dass ich da Probleme mit dieser sogenannten Impfung habe, und dass das aber mir von mehreren Ärzten dann, also das hörte ja nicht auf, als ich aus der Psychiatrie war, ging ja wieder erneut der Ärztemarathon los und war dann wieder dann auf der Notfallaufnahme, also eine Notfallsprechstunde, und habe das dann auch angesprochen. Also dann hatte ich zu dem Zeitpunkt Bauchschmerzen, und wie das dann mit der, das, dann sind mir da Medikamente gegen eine Magenschleimhautentzündung verschrieben worden, die ich da nehmen sollte. Und dann, dass man mir nur gesagt hat, das kann, wenn ich das Wort Impfung in den Mund genommen habe,
hieß es immer nur sofort, nee, es kann mit der Impfung nichts zu tun haben. Weil ich gefragt habe, was ist das für eine Impfung oder wie genau wirkt diese Impfung? Ja, das ist halt ein mRNA-Impfstoff. Und dabei hat man es dann auch belassen. Und dann hat man dann notiert, dass sogar auch die zweite Impfung dringendstens empfohlen wurde. Da ging es sich halt auch wieder noch, ich habe Beschwerden, aber es ist die nächste Impfung erforderlich. Und jetzt nochmal, um auf die Psychiatrie zu kommen, war das dann ja auch so, dass da war auch nicht wirklich die Zeit da, sich wirklich mit jedem Fall differenziert auseinanderzusetzen. Und okay, ja, also weil nicht die Zeit da ist, ne, sperrt man halt mal die Leute ein, weil sie komische Sachen über die Impfung sagen. Also ich habe ja auch mitbekommen, ich bin ja nicht ein Einzelfall, der in der Psychiatrie gelandet bin. Also glaube ich ja sofort. Ärzte, ja. Das sind ja, ja auch Ärzte in der Psychiatrie gelandet, die ja auch wesentlich, also ich muss auch sagen, ich bin, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Rolle spielt, aber ich kenne mich mit der rechtlichen Lage nicht gut aus. Ich habe auch nicht die finanziellen Mittel, also große finanzielle Mittel. Und ich persönlich habe jetzt auch keinen Arzttitel oder sonst was, das, also das, wenn ich denke mal, je nachdem, wem sie vor sich haben, werden dann auch andere Entscheidungen gefallen, wem sie es machen können oder mit wem sie es nicht machen können. Mhm. Also da war ja auch, das war jetzt ja auch nicht so, dass sich jemand großartig in meinem Umfeld da jetzt für mich eingesetzt hat, außer dass man natürlich, ich wurde besucht, man hat mir meine Sachen gebracht oder jetzt auch mit dem Gerichtsurteil, dass mir das dann gebracht wurde. Aber da war ja niemand, der wirklich mit den Ärzten jetzt in meinem Umfeld gesprochen hat, auch nicht meine Mutter. Also ich bin auch familiär da auch nicht wirklich so gut aufgestellt, dass ich da irgendjemand für mich eingesetzt hat oder in der Verwandtschaft. Und die mussten dann halt oder in ihrer Beurteilung, das haben die sich auf die Aussage von dem Freund verlassen oder halt auf andere Aussagen in meinem Umfeld, dass ich mich halt komisch verhalte. Und ich bin dann auch von meiner Persönlichkeit her auch niemand, der ja sehr schüchtern, zurückgezogen. Also ich war schon immer so ein Typ. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man, wenn die jemanden haben, der vielleicht so ruhig ist oder gar nicht reden möchte, dass das dann auch so den Eindruck hinterlässt, warum redet sie nicht mit uns oder warum möchte sie nicht mit uns reden? Also dass das dann auch als eine Auffälligkeit bewertet werden kann. Also du wolltest halt so wenig Reibung wie möglich, um dann auch schnell da rauszukommen. Richtig, genau. Also ich habe mich du hast dich dem Ganzen ergeben. Jetzt bist du aber da drinnen und ich möchte dich da auch, auch befragen, wie das war. Ich meine, dieser Freund, der hat dich da reingebracht sozusagen und jetzt bist du da und keiner setzt sich ein für dich. Das muss ja, man fühlt sich ja da völlig verloren und verlassen. So, ne? Das waren, kann ich mir vorstellen, dass das so die Gefühle waren. Hast du denn mit diesem Freund dann noch Kontakt? Also hat er hat dich dann sozusagen da ausgeliefert und hat dich dann im Stich gelassen oder ist da noch ein Kontakt gekommen? Also es war so, dass er da in meinem Umfeld auch gesagt hat, dass man, also nach der Entlassung, dass er schon wollte, dass man ein besonderes Augenmerk auf mich wirft oder halt auch was von der Psychiatrie als Tipp weitergegeben wurde, ist, dass ich mich in eine gesetzliche Betreuung begebe. Dem habe ich dann auch zugestimmt, aber ich habe diese gesetzliche Betreuung für mich nicht beansprucht. Das ist nämlich häufig so, dass, also ich habe das auch an den anderen Patienten mitbekommen, viele
von den Patienten, die da in diesen geschlossenen auf der geschlossenen Station waren, waren auch in gesetzlicher Betreuung oder bekommen dann halt auch Besuche von der gesetzlichen Betreuung. Und das wollten die so für mich halt einsetzen, so als zusätzlichen Schutz für mich. Aber ich habe denen dann zwar zugestimmt, halt auch wieder ja, damit ich dann in der Hoffnung dann auch schneller dieser Situation zu entkommen und entlassen zu werden, habe dann aber auch für mich stand fest, nee, ich möchte mich da jetzt nicht gesetzlich betreuen lassen. Oder was dann auch angeraten wurde, ist dann halt, dass ich mich in so einer stationären Einrichtung begebe, Hilfe für Selbsthilfe bei einer Patenschaft. Und das habe ich dann auch gemacht, also mit der Patenschaft bei einem Genesungsbegleiter. Aber der hat dann auch dann gesagt, also mit der Zeit, weil wir einfach dieses Thema psychische Erkrankungen, das war nicht mein Thema. Und das hat er dann auch irgendwann gemerkt, weil ich mich dann halt, also dass ich ganz anderes Themengebiet habe. Und er mir dann auch gesagt hat, so stellt er sich dann keine Zusammenarbeit vor. Also das ist dann halt auch schnell wieder eingestellt worden. Und ich habe jetzt mit, Gott sei Dank, mit Psychiatrie und mit Betreuung jetzt nichts zu tun. Ich befasse mich ja immer noch. Ja, ich befasse mich ja immer noch mit diesem Thema, also was hier eigentlich, also mit dieser Pandemie, was hier eigentlich passiert und immer noch passiert. Und das ist ja auch in den psychologischen Sitzungen, weil ich bin in psychologischer Behandlung auch, auch für die Seelenreinigung. Und das weiß auch entsprechend der Psychologe, dass ich dann, da habe ich nämlich auch schon mehrfach das Thema Impfung angesprochen und habe dann auch, also er hat es nicht komplett bestätigt, er hat es auch nicht verneint, aber ganz offen über dieses Thema möchte man auch da überhaupt gar nicht sprechen. Also nee. Also alles, was mit Thema Impfung zu tun hat, auch im Psychologen. Also wenn ich jetzt über familiäre Probleme oder so spreche, dann ist das alles kein Problem. Da geht er auch sehr gut auf mich ein. Ist auch ein sehr guter Psychologe. Ich habe da auch ein sehr großes Vertrauen in ihm. Aber beim Thema Impfung hört es dann auch irgendwann auf. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil ich auch davon ausgehe, je nachdem, wenn mir da zu viel gesagt wird und ich das dann auch nach außen hin bestätige, dass man da auch den eigenen Job nicht aufs Spiel setzen möchte, weil ich gehe mal davon aus, dass von den Gesprächen, die ich mitbekommen habe, dass er auch intelligent genug ist, um einzuordnen, was hier eigentlich gesellschaftlich passiert. Und es gibt halt diese systemkonformen Ärzte, und halt auch diese Ärzte, die halt nicht systemkonform sind, weil es sagt ja nicht jeder offen seine Meinung, wie er dazu steht, zu dem Ganzen. Daran siehst du hast es ja auch gesagt, was immer noch im Gang ist, es ist ja dadurch nicht vorbei. Ja, es muss ja wirklich mal alles auf den Tisch. Ja, es muss alles wahrhaftig, wir haben die RKI-Protokolle draußen und die meisten Stellen sind jetzt nicht mehr geschwärzt. Also es gibt ja so viel Studien auch, die das bestätigen, ja. Die Fälle wie deine auch, ja, die zeigen, dass es jede Menge solche Fälle gibt. Es gibt plötzlich und unerwartet und so. Also da ist die Liste ja lang, ja. Also es muss ja irgendwas in der Gesellschaft, deshalb ja auch diese Reihe passieren, dass man jetzt mal in ein Gespräch kommt und nicht dauernd, wenn einer jetzt kommt und das Thema Impfung benennt, dass man dann wegrennt und nichts damit zu tun haben will. Das geht ja nicht. So kommen wir ja nicht weiter, ne? Du willst ja auch gehört werden, Janine. Ich bin froh, dass du deine Geschichte hier jetzt erzählst, ja, weil viele, die
vielleicht in ganz ähnlichen Situationen waren, ihre Geschichte nicht erzählen. Ja, und es zeigt ja auch, wie du, ja, wie es irgendwie immer wieder so ein Ablocken, ja, das schmerzt ja auch immer wieder, ja, dass da irgendwie nichts weitergeht. Und überhaupt, wie ist denn gerade dein Zustand, Janine, jetzt, wo du da sitzt? Was ist mit deinem Körper los, mit deiner Seele? In welchem Zustand befindest du dich gerade? Ja, also bei mir ist das so, dass ich natürlich bis heute immer noch mit diesen Symptomen zu tun habe, also mit der Neuropathie, die mir bis heute zu schaffen macht. Das heißt, ich habe innere Stechen, also ich habe auch viel versucht mit Ausleitung, um die Impfung auszuleiten, zu entgiften. Und ich bin, also was bei mir so ein bisschen so zurückgelassen wurde, war so diese Hilflosigkeit. Also bis heute immer noch habe dieses Gefühl von Hilflosigkeit und auch das Ärztebild hat sich so komplett verändert. Also wenn ich jetzt Hilfe einfordere von Ärzten, ich würde auch nie wieder ansprechen, das hat irgendwas mit der Impfung zu tun, weil ich wieder so eine Angst habe, in der Psychiatrie zu landen. Je nachdem, mit wem ich da ja auch zu tun habe, weil wie da ja auch die eigene Einstellung von den Ärzten so ist. Und ich kriege das also bis heute immer noch mit, dass da gar kein, was mir auch so zu schaffen macht, dass da gar kein Bewusstsein, also kein größeres Bewusstsein in der Gesellschaft angekommen ist. Also es gibt immer noch Leute, die, wenn sie mich sehen, die schütteln mit dem Kopf, meiden mich, also von Kollegen und so weiter. Also dass diesen Zugang zueinander, da ist, also das wird nie wieder so sein wie früher. Also ich kann nicht sagen, ich kann damit gänzlich abschließen, weil es gibt vielleicht Menschen, die leben einfach ihr Leben normal weiter, aber ich kann das so in der Form nicht. Ich mache mir immer noch meine Gedanken dazu und gebe mir auch teils dafür auch die Schuld, da in diese Situation hineingeraten zu sein, weil es hätte ja alles nicht sein müssen. Und ich glaube, dieses Gefühl, auch dieses Stigma, das wird man nicht mehr wieder los. Wie der Umgang war, dass man abgestempelt wurde, dass man für verrückt erklärt wird, dass und halt dieses Schweigen, also dass man einfach wieder zur Normalität übergehen möchte und so tun möchte, als wäre hier nie was Größeres passiert. Als wäre hier das hat ja eine nächste Brutalität, ne? Es ist ja sehr, sehr viel passiert und das muss erzählt werden und auch ernst genommen werden. Findest du das nicht brutal? Auch, dass es jetzt einfach so weitergeht? Das stimmt ja was nicht, ne? Ja, also ich habe das ja auch mitbekommen, dass jetzt es sind ja weitere mRNA-Impfstoffe geplant, auch gegen die Vogelgrippe, es wird weiter verimpft. Das geht ja alles weiter. Und was ich ja auch mitbekommen habe, war, dass die kritischen Stimmen, zum Beispiel der Professor Arne Burkhardt, ist dann ja auch dann irgendwann verstorben, er soll ertrunken sein. Oder was mit dem Clemens Arway passiert ist, das war ja ein Biologe, wo man dann gesagt hat, er hat Selbstmord begangen. Oder das Bhakti war ja vor Gericht, der hat ja auch ganz kritisch sich über diese Impfung geäußert. Wo man sich fragt, was passiert da eigentlich genau hinter den Kulissen? Also was passiert da hinter den Kulissen, wovon man eigentlich nichts wissen soll? Und
ja, das ist auch so ein Thema, das kann man natürlich auch nicht mit jedem überhaupt ansprechen. Aber hier darfst du und musst du das ansprechen, was dir durch den Kopf geht. Ja, also die, die uns zuhören jetzt, Janine, die können das alles nachvollziehen, auch was du sagst, und haben sicher eine große Empathie für dich. Also wenn es jetzt den einen oder anderen gibt, der dich auch kontaktieren will, können wir ja sprechen, ne, ob ich deinen Kontakt dann weitergeben darf. Mhm. Wenn du möchtest, ja, ich würde dich jetzt am liebsten umarmen, weil ich spüre, ja, es geht mir sehr nahe, was du erlebt hast, und ich denke, das dürfte allen so gehen, und ich frage mich, ja, was gibt dir dann Hoffnung, oder wo, weil du sagst, ja, es könnte ja so weitergehen, ja, ich sehe ja diese Entwicklungen auch mit der Vogelgrippe, alles soll auf mRNA umgestellt werden, und für mich kommt nicht in Frage, mir eine dieser Impfungen geben zu lassen. Ja, wir sind ja alle, die wir da nicht mitmachen wollen, bedroht. Ne? Also fühlst du dich noch weiter? Ja, also ich fühle mich beengt, immer noch bedroht, und ich stelle mir ja auch die Frage, kommt da noch irgendwas? Weil ich habe da einfach keinen Vertrauen in die aktuelle Politik. Und ja, ich frage mich auch, wie man, weil das, was hier läuft, ist ja eigentlich ein Skandal, vielleicht auch mehr als ein Skandal, wie man das über Jahre aufrechterhalten möchte, dieses Konstrukt. Und für mich ist es ein Menschheitsverbrechen, ein Verbrechen an der Menschheit. Weil wozu muss ich denn, ja? Also wozu muss ich denn andauernd immer alles negieren, muss sagen, nein, mit der Impfung hat es nichts zu tun. Das macht sie ja erst recht verdächtig, ja? Sonst könnte man ja ganz normal reden. Und wie du ja richtig sagst, was steckt da eigentlich dahinter? Wer will nicht, dass wir reden? Wer will nicht, dass wir das erfahren, was du erlebt hast und viele andere? Man will ja das nicht hören, ja? Und die Frage ist natürlich auch, warum? Warum soll das nicht unter Mensch zur Sprache kommen? Ich habe dich gerade nicht mehr verstanden. Warte mal, hier steht bei mir, jetzt hören wir uns wieder. Gab es eine technische Störung? Ja, irgendwas war jetzt, ja. Keine Ahnung, ein Gewitter braut sich zusammen hier bei uns in Österreich. Nicht, dass es daran liegt. Ist es bei dir alles in Ordnung? Verstehst du mich noch, Janine? Sind wir wieder im Dialog? Ja. Genau, ja, ja. Diese Technik. Also hast du, wir sind uns ja einig darin, was ja nicht schön ist, dass wir schon vermuten, wir kommen weiter in eine Bedrängnis. Aber wichtig ist, dass wir auch wissen, es gibt Verbindungen, und ich möchte wirklich, dass du weißt, auch wenn du die vielen nicht kennst, die uns jetzt auch zuhören, dass es da Verbindungen gibt, ja, und dass es da viele Menschen gibt, die das sehr wohl auch anschauen. Es sind Millionen von Menschen. Die treten halt nicht in der Tagesschau auf, ne? Oder in Talkshows. Wir sind ja alle raus. Ja, und wir sind nicht interessant. Wir dürfen nicht erzählen, und genau deshalb müssen wir es. Ja, und deswegen sehe ich das auch nicht ein, zu schweigen. Und sehr gut. Ja. Du sollst nicht schweigen. Wir brauchen deine Stimme. Wir müssen uns jetzt alle finden und zusammenhalten, wirklich. Ne? Also anders geht's nicht. Als Einzelkämpfer, du hast weiter durchgehalten und halte gut durch, und wisse, hier gibt es echt viele, die auch keine Lust haben auf auf dieses Verbrechen. Und darüber zu schweigen. Wir schweigen nicht. Genau. Ist denn etwas, ja? Weil ich denke, das ist genau das, was die wollen. Ja. Also die Leute zum Schweigen zu bringen, damit alles weitergeht. Du hast ja auch zu mir gesagt, ja, das ist ja ein erstes Gespräch dieser Art, und du machst es, weil
du eben auch spürst, ja. Unsere Stimmen dürfen nicht, weil dann haben wir alle verloren, wenn wir aufhören, uns das zu erzählen, ja. Und wir haben auch verloren als Menschen, wenn wir nicht mehr ernst nehmen, was für Schmerzen ein anderer hat, ja. Und wenn wir uns gegenseitig dann nur noch in die Psychiatrie einweisen, als letzter Ratschlag. Also das ist nicht der Weg. Was wäre denn für dich oder wo siehst du denn bei allem, was sich jetzt noch zusammenbraut? Ja, wo siehst du denn für dich, gibt es so eine Art von Hoffnung? Du hast ja viel an Vertrauen verloren, aber gibt es auch etwas, was dich an Menschen glauben lässt, auch wenn die sich schwer enttäuscht haben? Oder ist es schwer noch? Also was mir so ein bisschen Hoffnung gibt, ist jetzt, dass ich aktuell meine Lebenssituation ändere, dass ich einen Auszug plane aus der gewohnten Umgebung, quasi erstmal entfliehe und mich darauf einstelle, in eine andere Umgebung zu kommen. Also ich habe da eine Frau kennengelernt und die denkt ähnlich wie ich. Und ich plane jetzt in eine Wohngemeinschaft zu ziehen, weil mich das alleine Wohnen auch auf Dauer hier. Ich brauche einfach eher, also diese Gesellschaft, die da verloren gegangen ist, brauche ich jetzt erstmal umso mehr. Das verstehe ich so gut. Ich möchte mich nicht isolieren. Und das ist toll. Also steht es schon bald bevor, der Umzug? Ab August. Janine, das ist jetzt eine gute Nachricht. Das freut mich sehr für dich, dass du da jetzt in Gemeinschaft kommst, in Menschen, die bereit sind, dir zuzuhören und dich auch zu verstehen. Und da kann was entstehen. Ich glaube, das ist eine der besten Entscheidungen, dass man dann auch mal sagt, man muss weg von dem. Ja. Ort, wo man ist, ja. Das manchmal muss es einfach sein. Ist denn von allem, was wir jetzt so beleuchtet haben, noch etwas dir besonders wichtig, liebe Janine? Meine letzte Frage ist immer offen. Also möchtest du noch etwas zum Ausdruck bringen, noch etwas sagen, erzählen, darstellen? Was will noch gesagt werden? Also ich möchte mich für das Gespräch mit dir bedanken. Und ich finde es auch gut, was du für Videos machst. Und ich möchte einfach weitergeben, dass du auch weiter deinen Kanal führst und auch an den Themen dran bleibst. Ich danke dir sehr. Und du berührst mein Herz und ich werde weiter dranbleiben, denn für mich war es auch so eine Intuition, weißt du, dass ich dachte, so jetzt möchte ich gerne eine Reihe starten, wo die unterdrückten Stimmen, denn ständig hieß es, die Stimmen aus dem Untergrund, die wollen wir nicht hören. Und da dachte ich so, aber sehr wohl müssen die zur Sprache kommen. Und das kann ja nur passieren, wenn Menschen wie du sich eingeladen fühlen. Ja, ich kann ja diesen Kanal und will ihn auch nicht alleine machen. Also ich brauche die Menschen, die dann auch wirklich berichten und diese Wahrhaftigkeit berührt mich wirklich sehr und das ist auch etwas, was in dieser Reihe steckt, dass wir uns wahrhaftig begegnen und die Zeit der Masken, der Spiele, des Versteckens ist auch vorbei. Liebe Janine, von ganzem Herzen alles Liebe und danke euch allen fürs Zuhören, für den offenen Geist, für das offene Herz. Das braucht man immer, wenn man Gesprächen wirklich wahrhaftig folgen will. Danke, liebe Janine, und von ganzem Herzen alles, alles Liebe. Danke, gleichfalls, danke.